Wir sind Denkmal und ihr schaut Warner TV. Die Sonne geht unter, es ist wieder so weit. Ein Blick in den Spiegel gegen die Eitelkeit. Dann stimmen wir uns zusammen ein. Sagen so Deutsch Pop, Deutsch Rock, aber ich glaube, das ist unsere Stärke, also auf jeden Fall im akustischen Lied, also dass wir auch viel mit Akustikgitarre arbeiten und ja, wir haben auch, also im Live-Programm haben wir auch noch Keyboard dabei. Ja, genau, das, also ich würde grob ganz einfach Deutsch Pop, also mit deutschen Texten Pop, würde ich sagen. Ja. Wir versuchen halt natürlich auch die Leute irgendwie zum Nachdenken anzuregen mit den Texten. Wir legen halt viel Wert auf unsere Texte und da ist auch immer viel Arbeit dahinter. Also ich sag mal, wir hatten jetzt lange Zeit im Proberaum verbracht und haben da unser Set eingespielt, damit halt ein bisschen mehr, ich sag mal, Konzerte auf uns zukommen. Weil anfangs war es ein bisschen schwer, einfach Sachen zu finden, wo man spielen kann. Klar, mit 3-4 Songs ist das auch verständlich. Inzwischen haben wir aber eine 3-4 Stunde im Programm und können da jetzt regelmäßig mal hier und da anfragen. Diesen Namen Denkmal, da hatten wir auch schon dieses Wir sind Helden-Ding irgendwie drin und da die auch diese deutsche Musik machen, fanden wir das zum einen sehr passend, zum anderen kommt der Name aber auch einfach von dieser Zweideutigkeit, die sich ganz gut in unserer Musik widerspiegelt, mit diesem Nachdenklichen und teilweise ein bisschen sentimental und einfach, dass man sich auch was überlegt, was wollen die einem damit eigentlich vermitteln mit der Musik. Und ja, das Wir sind Helden war auch noch so ein kleiner Faktor, aber. Hat sie ja schon die Kamera. Aber auch. Haben wir ja auch Spaß. Also, genau. Der Tag neigt sich dem Ende mit gewohnter Eleganz. Und der Himmel lässt weiße Kristalle fallen zum Abschiedsgruß. Ich bin ergriffener Beobachter und klatsche innerlich Applaus. Die Protagonisten verneigen sich ein letztes Mal, dann gehen die Lichter auf. Für mich als Musiker ist es immer der größte Traum, dass einfach das Publikum mitmacht. Dass wenn einfach wirklich, wenn man oben auf der Bühne steht und man sieht, dass die Leute Texte mitsingen können oder dass sie einfach irgendwie sich, also auch, dass einfach die Gemeinschaft im Publikum entsteht, das finde ich immer total schön als Musiker. Das kann bei 50 Leuten passieren, das kann bei 2000 passieren, das ist überall möglich. Ja, ich denke, das Ding ist auch, das zeigt auch ein bisschen unsere Musik aus, dass wir relativ so Ohrwurm-Lieder haben. Und ja, das ist eigentlich das Coolste ist, also jetzt im Moment sind es die engsten Kumpels, sag ich mal, die Texte mitsingen. Habe ich auch schon so beim einen oder anderen gesehen, der hat dann während dem Lied verstanden, oder was für ein Chorus das ist, und dann hat er im zweiten Chorus dann mitgesungen. Und das sind immer schon, also dann kommt dann echt ein Grinsen auf, wenn die halt wirklich, ja halt, keine Ahnung, also dass halt im Ohr bleibt. Also dass wir halt nach dem Konzert rausgehen und vielleicht nur Augen von irgendeinem Lied haben. Das ist eigentlich so, ja, das, was eigentlich am schönsten ist, finde ich. Also wenn die dann einfach danach noch die Lieder im Kopf haben, das ist eigentlich so, dann weiß man, dass man irgendwie was geschafft hat, dann hat man ein bisschen was bewegt. Und wir denken eigentlich so in Schritten. Also wir setzen uns immer so kleine Ziele, die wir erreichen wollen. Jetzt zum Beispiel der Auftritt bei Band des Jahres, da haben wir echt drauf hingearbeitet. Jetzt haben wir gesagt, okay, der nächste große Schritt soll das Album sein. Und ja, so gucken wir einfach weiter und wir schauen, was auf uns zukommt und wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen ist ganz entspannt eigentlich. Wir haben einen Song, der heißt Apokalypse. Da habe ich einfach so ein bisschen über die allgemeine Situation, sage ich mal, geschrieben. Das ist das Normale halt über
was halt falsch läuft, sage ich mal. Krieg und Hunger und Armut, sowas. Und dass man sich halt auch so ein bisschen bewusst macht, dass es einem nicht immer so gut geht, wie jetzt in Deutschland. Und dass es halt eben auch andere Teile auf der Welt gibt, wo es halt nicht so gut läuft. Und dass man da halt auch irgendwie so ein bisschen dran denkt. Also ich will ja dann keinen zum Spenden aufrufen und dazu aufrufen, da irgendwie Charity-Aktion zu starten, aber dass man sich das einfach ein bisschen bewusst macht und dass man so auch lebt, so ein bisschen, auch nachhaltig und einfach bewusst gut und ja.